Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Schminki für dich und zwar habe ich mir Produkte bei Cosmetic for Less rausgesucht. Und zwar die teuersten, die ich in meiner Schminksammlung drin habe. Das war ziemlich cool, ich habe dafür nichts Neues gekauft. Das ist auch wieder so eine Art Shop My Stash. Und wenn du Bock drauf hast, was das für Produkte sind, zu sehen und zu sehen, wie die in meinem Gesicht so kombiniert funktionieren, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, denn bei Cosmetic for Less findest du halt nicht nur so ganz klassisch Catrice, Essence und so weiter, sondern halt auch The Balm, Nabla, Love und so weiter. Also auch richtig, richtig hochpreisige Marken, aber halt trotzdem noch irgendwie im bezahlbaren Rahmen. Es gibt in diesem Video auch eine Verlosung und zwar habe ich von W7 oder W7 die Delicious Palette irgendwann mal bestellt, tatsächlich nicht neu bestellt, das hier ist nämlich ein spontanes Video. Die schaut so aus von innen und die wird in diesem Video verlost. Alles, was du dafür tun musst, ist, dass du mir ganz einfach unten einen ganz lieben Kommentar schreibst und mit da reinschreibst, welches Produkt, welches ich gleich verwende, dir am besten gefallen hat. Ja, und oder welches dich am meisten überrascht hat, das kannst du selber wählen. Läuft bei mir. Also ich habe mir schon mal hier so eine Kiste gepackt. Die ist wirklich bunt gemischt. Also, ne, das ist ganz cool. Da bin ich einmal durch meine Schminksammlung durchgegangen. Und ich verlinke dir auch alle Produkte unten in der Infobox. Den ersten Primer, genau. Das, wobei, es gibt ja auch zwei Primer. Einmal einen Augenprimer und einen Gesichtsprimer. Das erste Produkt, was ich verwende, ist von Love Perfectitude Aura Glow Primer. Das ist dieser hier. Der kommt auch schon sehr, sehr edel in dieser Flasche her. Und ich finde den auch super toll. Das ist so zum Pumpen. Ich mache mir mal zwei Pumphübe auf meine Finger. Ja, wobei fest. Ja gut, für einen Primer ist es relativ fest, ne? Muss man sagen. Das ist sehr, sehr zart parfümiert, also jetzt nicht irgendwie extremer Duft. Und der gibt dem Gesicht halt wirklich so einen schönen Glow, ein schönes Strahlen, eine schöne Leuchtkraft. Noch mehr Synonyme suchen wir. Ich gebe mir tatsächlich noch einen dritten Pumphub auf und den verteile ich hier auf meinem Hals. Ich fand es nämlich ziemlich öde, jetzt ein Full-Face Cosmetic for Less unter 10 Euro zu machen, denn die meisten Produkte, die du dort findest, von Revolution, von Essence, von Catrice, von BH Cosmetics und Love und so weiter, befinden sich unter 10 Euro. Und da wollte ich jetzt mal einfach versuchen, eins mit den teuersten Sachen zu schminken, die ich in meiner Sammlung habe, denn das fand ich super spannend. Es ist ein geiles Teil, dieser Primer, ne? Also, was für ein Schein dieser, boah, in mein Gesicht zaubert, ne? Ich sehe direkt lebendiger aus. Ich habe erst überlegt, oh je, nicht, dass es jetzt ein Fullface Love wird oder so. Nee, keine Sorge, ich habe auch noch definitiv andere Produkte, aber wir beginnen mit Love-Produkten. Und da habe ich hier die If Even Elixir Serum Foundation mit Lichtschutzfaktor 20. Das passt jetzt sehr, sehr gut. Nur die Farbe, die ist ein bisschen dunkel aktuell. Das ist die Farbe 10 Ivory Elegance. Und die ist sehr, sehr flüssig, die Foundation. Ich nehme jetzt tatsächlich auch ein Real Techniques Beauty-Schwämmchen, aber das muss ich erstmal anfeuchten. Auch Real Techniques bekommt man bei Cosmetic for Less. Die Pinsel, die Schwämmchen, alles Mögliche. Und ich finde, das ist so ein, ja mittlerweile ja eigentlich nicht mehr Geheimtipp, oder? Die Homepage. Da findet man wirklich auch so Limited Editions viel, viel länger, als man die irgendwo anders bekommt. Und vor allem, was ich da halt auch so klasse finde, du bekommst sie online. So, Schwämmchen ist angefeuchtet. Die Foundation mag ich richtig, richtig gerne. Die Foundation ist richtig schön. Die ist eigentlich auch, genau, die ist sehr, sehr flüssig und die kann man so mit der Pipette aufnehmen. Bei mir hat das ein bisschen gedauert. Die wollte das erst nicht aufnehmen, aber mittlerweile macht sie das ganz gut. Genau. Die gebe ich mir jetzt hier direkt auf mein Beauty-Schwämmchen auf. Wo mache ich das? Hier. Da ist sie jetzt drauf. Und dann kommt sie aufs Gesicht. Die hat eine angenehme, relativ leichte Deckkraft. Kann man auch intensivieren, wenn man die aufbaut, also schichtet, oder wenn man darüber, wenn man die mit einem Pinsel aufgibt. Auch das kann man machen, um eine Foundation deckender zu machen. Das Problem, was ich halt auch habe, ist, dass wenn du die mit einem Schwämmchen aufnimmst, dass da ganz viel Produkt reingeschluckt wird, eben weil sie so flüssig ist. Sickert halt direkt ins Schwämmchen rein, ne? Das ist dann zack, weg. Bitte wundert euch übrigens nicht, ich habe hier unten so ein bisschen Orangenhaut ähnlich, sage ich mal. So eine, ja, wie ist das? Ausschlag ist das auch nicht. Meine Haut hat ein bisschen reagiert auf eine Maske, die ich verwendet habe. Da war Fruchtsäure drin, das hat meiner Haut gar nicht gefallen.
Da hat sie gesagt, nein, geht gar nicht, Claudi. Und ist jetzt ganz hubbelig geworden. Es scheint mir so, als wäre ich mittlerweile braun genug für diese Foundation, also dass mein Gesicht schon genug Farbe hat. Sie ist ein Ticken zu dunkel, wenn man das so sieht im Vergleich zum Hals zum Beispiel. Das heißt, ich muss die auf jeden Fall nochmal runterblenden. Aber die Foundation sitzt wirklich sehr angenehm auf der Haut, wie eine zweite Haut. Und es fühlt sich richtig angenehm an, weil ich es einfach nicht fühle. Ist wirklich schön und ich kann auch dazu sagen, dass sie einfach auch den ganzen Tag an Ort und Stelle bleiben wird. Und wie gesagt, man könnte jetzt die Deckkraft erhöhen, habe ich aber gerade überhaupt keine Lust drauf. Zumal sie auch wirklich etwas nachdunkelt und dann doch etwas dunkel erscheint. Der Primer kommt noch ein bisschen durch an den Stellen, wo er durchkommen soll, sprich an den höchsten Stellen meines Gesichtes. Und ja, ich finde, das sieht alles ganz gut aus, oder? Das nächste Produkt, was ich verwende, ist von Revolution Conceal and Hydrate, der Radiance Concealer with Hyaluronic and Acai in der Farbe C3. Es gab ja den Conceal and Define Concealer auch von Revolution, den habe ich Ewigkeiten und sehr, sehr gerne verwendet, aber der war mir leider irgendwann echt zu trocken, weil ich werde ja auch nicht jünger. Hat so ein Oschi von Füßchen. Den trage ich mir hier einfach auf. Blende den jetzt erstmal direkt ein. Und also, der ist wirklich krass von der Deckkraft, ne? Da kann man sich null beschweren. Hier bleibt kein Auge trocken. Dass ich sowas zu einem Hydrating Concealer sage. Aber also so unfassbar feuchtigkeitsspendend, wie er erzählt zu sein, ist er tatsächlich nicht. Also da muss man aufpassen, dass man, wenn man eine trockene untere Augenpartie hat, auf jeden Fall eine ordentliche Feuchtigkeitscreme drunter gibt. Ja, für die Foundation ist die Farbe C3 jetzt relativ hell. Man sieht es, wie intensiv meine untere Augenpartie jetzt echt aufgehellt wurde. Huch! Ja, dennoch verwende ich den Concealer auch, um so ein bisschen, ja, noch zusätzliche Deckkraft auf gewissen Punkten zu haben. Da muss man halt aufpassen, ne? Also auch am Kinn gebe ich mir ein bisschen was auf. Sollte aber nicht zu viel werden, weil ansonsten highlightest du das leider. Und du willst ja nicht unbedingt, also ich mache mir da auch später Highlighter drauf, aber du willst ja nicht unbedingt die Unreinheiten, die du so im Gesicht hast, hervorheben. Du willst ja eigentlich mit so einem Concealer das Ganze eher kaschieren. Das könnte man am besten natürlich durch Color Correcting machen. Ich habe aber nichts zum Color Correcten, weil ich das eigentlich auch nicht so gerne verwende. Deswegen schön ausblenden und nicht zu punktuell wirken lassen. Hier gebe ich mir auch zwei Pünktchen hin. Verblende das so die Nase runter. Die Stirn hoch, also so ein bisschen in der T-Zone. In die Nase. Ich vergesse super oft hier diesen Steg mit Foundation zu versorgen. Also die, heißt es Nasenscheidewand oder so? Da mache ich manchmal nichts drauf und dann gucke ich mich im Spiegel an und denke mir, ups, das hast du wohl vergessen, Claudi. Ja, definitiv eine schöne Farbe. Wie gesagt, etwas zu hell jetzt gerade mit der Foundation in Kombi, aber na. Aufpassen wirklich wegen Feuchtigkeitsspenden, denn ich finde den sehr, sehr trocken, so wie er sich jetzt halt anfühlt. Ne? Ja, aber ansonsten ein gutes Produkt. Bin halt auch schon bald 31 Jahre alt, da wirken manche Produkte halt nicht so hydratisierend, wie draufsteht. Zum Setten verwende ich jetzt auch wieder zwei Produkte von Love. Da habe ich einmal Perfectitude Shine Control Loose Powder. Das verwende ich, um meinen Concealer einmal zu setten, weil ich möchte natürlich kein schimmerndes Gedöns, sag ich mal, jetzt auf meinen Concealer geben. Ich meine, wer es mag, gerne, aber ich mag das nicht so gerne. Nehme ich mir einfach so einen Real Techniques Pinsel, guck ganz komisch und sette dann meinen Concealer. Ja, ich muss mir tatsächlich den Spiegel so nah vor die Nase halten, weil ich ansonsten nichts sehe. Ich trage hier normalerweise eine Brille, wie hier diese Abdrücke auch ein bisschen zeigen. Das Puder mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Das verwende ich jetzt auch, oder ja, ich weiß nicht, nennt man das Schminkbox. Ich habe hier neben mir auf dem Tisch so eine Box stehen, so einen Schubladenturm, wo ich meine Schminkprodukte drin habe, die ich verwende, wenn ich mich mal eben kurz schnell schminken möchte. Und ja, da ist es halt auch mit dabei. Und ich finde das schön, ne? Es ist ein loses Puder. Sehr, sehr leicht, sehr hautverfeinern. Da juckt es mich. Oh. Oh. Mm. So, die Stellen vom Concealer sind hiermit offiziell gesettet. Also, ne, das gibt es auch in verschiedenen Größen. Ich habe mir das mal in so einer kleinen Größe bestellt. Da ist es, glaube ich, auch noch mal ein bisschen günstiger. Aber ne, 3,5 Gramm, die reichen einem halt auch relativ lange, finde ich. Und um mein komplettes Gesicht zu setten,
habe ich hier das Love Perfectitude Aura Glow Powder Perfection Radiance All Skin Tones. Das ist einfach ein gebackenes Puder und ja, das kann man sich übers ganze Gesicht geben. Kann man sich auch punktuell aufgeben, wenn man es als Highlighter nehmen möchte. Das ist sehr, sehr cool. Ist auch so schön marmoriert und ich finde das richtig toll. Das ist unfassbar schön. Also wie gesagt, wenn man es punktuell macht, dann ist es wie ein Highlighter. Und wenn man das dann halt verteilt, dann ist das so, ja, gibt so einen leichten Schein noch mit. Nehme ich mir einen großen, fluffigen Pinsel. Das ist jetzt hier von Catrice einfach einer. Und gebe das komplett über mein Gesicht. Wenn man die Mundpartie settet, sollte man eigentlich nicht reden. Ich weiß gar nicht, warum dieser Pinsel gerade so gut riecht. Oh. Also wie gesagt, ne, ich habe es jetzt ein bisschen intensiver aufgetragen, damit man das auch so in der Kamera sieht. Das gibt halt eine richtig krasse Strahlkraft vom Gesicht. Ja, das ist jetzt so, würde ich es jetzt wahrscheinlich eher nicht im Alltag tragen. Da würde ich es in etwas abgeschwächter Form nehmen. Aber ich finde, das ist Puder wirklich so, ich weiß nicht, ist, ne, wenn man so lächelt, du hast direkt so einen Fullface-Highlighter. Das ist ja meins, ich mag das. Ich würde auch Fullface-Highlighter durchaus tragen. Nicht zur Arbeit, aber generell schon, weil ich mag das, ne? Ja. Gut. Bronzer. Da sind wir wieder bei Love. Da nehme ich mir jetzt hier von Nireen einen Pinsel, der war in der Goodiebox mit drin. Und ja, wärme damit dann mein Gesicht entsprechend auf. Das ist auch ein richtig toller Bronzer. Achso, Loveson Blurring Bronzer. Habe ich, glaube ich, gar nicht in die Kamera gehalten. Ach, ich bin so schlecht manchmal. Leute, Leute, Leute. Das ist er. Und ich habe den hier in der Farbe 020 Seductive Bronze. Und der hat halt so eine schöne Blume in der Mitte. Und ja, die ist bei mir auch noch sehr schön sichtbar, was ich gut finde. Ich hatte den mal in einer anderen Farbe. Und habe den dann ausgetauscht, als ich den im Adventskalender drin hatte. Ist so richtig schön blurry, weil der lässt sich so affengeil ausblenden, wenn man das mal so sagen darf. Und der ist schnell und leicht aufgetragen und gefällt mir einfach. Ja. Oha, das Ganze wird wahrscheinlich heute auch sowieso so ein bisschen sehr glowy. Also die Produkte, die ich hier auch in meiner Box drin habe, sind wirklich sehr, sehr glowy. Also nicht nur das Puder, sondern auch hier der Blush. Da habe ich hier von Milani den Luminoso, denn auch den bekommst du ja, bei Kosmetik for Less. Das ist echt der Wahnsinn, oder? Ein eigentlich relativ dezenter Blush. Der hat ja noch seinen Spiegel mit dabei, einen Pinsel, den ich niemals benutze. Und ja, hübsch. Dann nehme ich mir so einen abgeschrägten Pinsel für. Der hier ist jetzt von Lovia. Und der ist so aprikofarben und hat einen ziemlichen Schimmer mit drin. Das heißt, je nachdem, wie das Licht dann drauf scheint, sieht das dann entweder so aus, als hättest du quasi Schimmer auf der Wange oder halt so einen, ja, Blush. So einen peachfarbenen. Der hat jetzt Goldschimmer mit dabei. Zaubert aber eine schöne Frische ins Gesicht. Das ist so ein richtiger Frühlingsblush, finde ich. Ist jetzt bei mir gerade ein bisschen blöd, weil der meine Textur der Haut ja extrem hervorhebt. Und dadurch, dass ich ja diese, ne, kleine Allergie bekommen habe, ist es dann ein bisschen, ich sehe jetzt hier gerade wirklich jede Unebenheit. Muss man halt wissen, ob man sowas möchte. Aber prinzipiell finde ich den echt schön, doch. Man braucht nicht ultra viel davon. Guck dir diese Wangen an. Das ist Hammer, wie die glänzen, ey. Ich stehe drauf, ich finde es wirklich schön und ich feiere das auch hart. Ja, wird es aber noch härter feiern, wenn ich gerade nicht diese Reaktion im Gesicht hätte. Ja, Highlighter. Oh ja. Ja, The Balm. Ich habe es eben gesagt. Den Mary Luminizer findet man ebenfalls dort auf der Homepage. Ich glaube aktuell nur in einer Palette und nicht einzeln. Ich habe mir den jetzt hier einzeln geholt. Den habe ich, glaube ich, aber mal bei Amazon bestellt, wenn ich ehrlich sein darf. Und ja, den finde ich aber wirklich schön. Das ist so ein Oldie but Goldie irgendwie. Also gefühlt, ja, haben den vor Jahren alle in die Kamera gehalten, weil er wirklich schön ist. Der hat eine schöne Strahlkraft, gefällt mir auch unheimlich gut. Dann nehme ich mir jetzt hier mal einen Highlighter-Pinsel. Das ist von BH Cosmetics einer. Gehe dann da rein mit dem Pinsel. Ich klopfe mal nicht ab, weil wir sind doch eh schon voll am Glänzen. Trag den hier an der höchsten Stelle auf. Ich weiß nicht, ob der überhaupt rauskommen wird, weil ich ja sowieso jetzt schon diesen ganzen Schimmer im Gesicht habe. Aber doch, ja, doch. Und das ist ein schöner, nasser Glow.
so schön Champagnerfarben, wirklich auch optimal für meine Hautfarbe geeignet. Ich muss mal eben, ich weiß auch nicht warum, aber meine Haut, ne, die mag mich heute nicht so gerne. Ja, ich finde den schön. Ich finde den wirklich sehr, sehr schön. Und den kannst du auch ganz zart auftragen, wenn du wirklich nur einen dezenten Highlighter-Effekt haben möchtest. Oder du machst es halt so wie ich jetzt. Knallst du den drauf, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und so habe ich jetzt wirklich einen schönen Glow noch weiter, noch mehr im Gesicht. Bevor ich mir jetzt die Augenbrauen mache, nehme ich den teuersten Lippenpflegestift oder die teuerste Lippenpflege, die ich von Cosmetic for Less habe, und zwar von I Heart Revolution Tasty Peach Lip Oil. Das habe ich aktuell auch tatsächlich in reger Verwendung. Ja, steht ganz normal bei mir am Schreibtisch hier zu Hause. Ich finde, dass es keine Färbung hat, sondern einfach so die Lippen pflegt, ne? Ja. Für die Augenbrauen habe ich von Revolution Pro diesen sehr präzisen Augenbrauenstift. Den finde ich auch ganz gut. Er ist nur etwas dunkel, aber hey, ich habe aktuell ja eh gerade eine etwas dunkle Foundation drauf, deswegen passt das. Der hat auch einen Spoolie hinten dran und hier eine sehr, 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 sehr feine Mine. Ich glaube, der heißt auch irgendwie Microblading Pencil oder sowas. Übrigens, ja, ich habe heute weißen Nagellack drauf. Das ist von Essence einfach, der Shine On oder so. Da habe ich mich von Frühlingsrolina inspirieren lassen. Die hat ja auch immer oder sehr, sehr häufig weißen Nagellack drauf. Und dann habe ich ihr Nagellack-Video gesehen und mir gedacht, boah, ich brauche einen weißen Nagellack. Ich hätte jetzt auch als Augenbrauenpalette die von Love nehmen können. Aber hey, ich habe so viel Love hier drin. Da wollte ich den hier nehmen. Genau, und ich habe mir auch gedacht, nee, Face-Paletten oder Gesichtspaletten zählen nicht, weil die sind ja prinzipiell teurer. Dann nehme ich lieber die Einzelprodukte, also auch bei Augenbrauen. Außer bei Lidschattenpaletten, ne? Also. Weil der Stift so dunkel ist, habe ich mir die jetzt auch nur ganz, ganz zart nachgezeichnet und habe das vorsichtig gemacht. Ja, deswegen habe ich da jetzt auch noch ein paar Lücken drin, aber ich mag das eigentlich, weil es dann noch ein bisschen natürlicher aussieht. Aber ein schöner Augenbrauenstift, mit dem du auch wirklich sehr zart zeichnen kannst und auch sehr präzise arbeiten kannst. Und das finde ich ganz gut. Augenbrauengel, da habe ich auch aus der Tasty-Reihe von I Heart Revolution 1. Und zwar Tasty Avocado Brow Gel mit Avocadoöl. Hat ein mini kleines Spoolie dran. Damit kämme ich meine Augenbrauen einmal durch, einfach um sie so ein bisschen in Form zu bringen. Und das waren auch schon die Augenbrauen. Ja, sehen doch ganz gut heute aus. Ja, komme ich mir klar. Ich sehe nicht böse aus. Ein Lidschattenprimer hatte ich erst nicht gefunden. Dann habe ich nochmal nachgeguckt und herausgefunden, dass ich in meinem Revolution Adventskalender einen drin hatte. Und zwar ist das hier der Revolution Eye Primer. Das ist dieser hier. Den gibt es in einer etwas anderen Form auch auf Cosmetic for Less zu kaufen. Ist halt so leicht hautfarben. Den mache ich mir so drauf. So ein Füßchen-Applikator. Und dann mit den Fingern verteilen. Es ist halt ein Lidschattenprimer, was soll der groß machen, ne? Also der deckt jetzt nicht so viel ab. Ein bisschen deckt er meine blauen Äderchen über dem Auge ab. Aber ansonsten macht er einfach ein bisschen eine schöne Base, sodass man den Lidschatten schön auftragen kann. Es ist jetzt nicht super klebrig, aber es ist eine gute Basis. Lidschattenpalette ist Nabla Secret. Die habe ich auch schon mal in einem etwas aufwendigeren Look verwendet. Heute möchte ich einen etwas simpleren Look damit schminken. Schönes Packaging. Ne? Hier haben wir verschiedene Töne drin und einen ziemlich großen Spiegel, was ich sehr begrüße. Die Farben haben Namen, was ich auch sehr begrüße. Play Hard ist ein Ton, da lasse ich jetzt mittlerweile die Finger von. Den packe ich nicht mehr an. Der flockt dir einfach übers ganze Gesicht. Auch der Fantasize ist ähnlich. Der ist auch sehr mit sehr, sehr viel Fallout. Und deswegen lasse ich davon eher die Finger. Andere Töne verwende ich sehr gerne davon. Da wir in der Palette keinen Ton zum Setten der Augen haben, gehe ich in mein Aura Glow Powder rein mit meinem Setting-Pinsel von eben und sette einfach hier so die Lidschatten-Base. Natürlich gibt es auch nochmal so ein Glow mit da drüber, was ich schön finde. Den Ton Ghibli nehme ich zunächst auf und setze mir den vorsichtig in die Lidfalte. Die Töne in der Palette sind wirklich gut pigmentiert. Da muss man aufpassen, dass man die auch ordentlich ausblendet, weil man ansonsten wirklich Probleme bekommt, dass die fleckig wirken könnten. Und das wollen wir ja nicht, deswegen schön blenden. Mea Culpa nehme ich auf mit einem ganz, ganz festgebundenen Blendepinsel. Da dippe ich vorsichtig rein, setze sie mir hier so punktuell an
lieber vorsichtig aufbauen, als dass man da zu viel Produkt verwendet. Ich baue mir hier so ein Dreieck mit diesem Ton und dann vertiefe ich damit auch ganz, ganz leicht mit einer sehr leichten Hand meine Lidfalte. Den Ton setze ich mir auch direkt an den unteren Wimpernkranz mit genau diesem Pinsel und habe da fast kein Produkt drauf. Hypersensual setze ich mir auf mein komplettes bewegliches Lid und den tupfe ich eher, als dass ich ihn streife, weil ich Fallout vermeiden möchte. Wenn man das intensiver haben möchte, kann man da auch nochmal mit seinem Finger drüber gehen oder mit einem nassen Pinsel arbeiten, je nachdem, was man halt lieber mag. Das macht auf jeden Fall einen schönen Effekt, finde ich. Jetzt nehme ich mir wieder diesen festgebundenen Blendepinsel, den ich mir gerade am Handtuch sauber gemacht habe, und gehe hier in die Farbe I Promise. Den setze ich mir zum einen in den Innenwinkel und ziehe den auch ein bisschen noch weiter hoch, sodass er sich mit dem Hypersensual auch so ein bisschen verbindet. Und die Reste, die ich dann auf dem Pinsel habe, setze ich mir einfach unter die Augenbraue. Und das ist ein relativ simpler und schneller Augenlook, würde ich mal so sagen. Und es ist definitiv mittlerweile eine nette Palette, finde ich. Ich habe die ja erst nicht so gern gehabt, aber jetzt, wo ich weiß, wie ich die zu nehmen habe und wie ich damit arbeiten muss, funktioniert es doch immer besser. Als Eyeliner habe ich nicht so viele verschiedene hier gehabt, aber hier habe ich von Essence den Eyeliner Pen in Waterproof. Das ist dieser hier. Der hat eine Filzstiftspitze und der ist sehr präzise und damit wird jetzt ein Eyeliner gezogen. Oder zwei, bei den zwei Augen und so. Ich glaube, unser Döner ist gerade gekommen. Ich mache jetzt erstmal das andere Auge weiter, mal gucken. Eyeliner sitzt, Eyeliner gefällt. Da hätte ich doch fast das Fixing Spray vergessen. Revolution Pro Supreme Hold Finishing Spray, Spray Definition Extra Long Tenue. Extra lange Halt. Ich muss ehrlich sein, das verwende ich aktuell zum Pinsel anfeuchten und zum Schwämme anfeuchten, weil ich das nicht so geil finde. Ich meine, es hält das Make-up, ja, aber es macht irgendwie auch nicht so viel. Deswegen, das feiere ich nicht so hart wie zum Beispiel die Fixe Trixie von der lieben Vanessa. Das ist richtig, richtig gut und das verwende ich vor allem jetzt aktuell so. Das hier ist okay, aber haut mich nicht vom Hocker. Mascara. Love. Natürlich mal wieder, ne? Die Love Rose Sculpting Volume Mascara. Das ist diese hier. Auch die war im Love Adventskalender mit drin, den ich 2019 mit euch zusammen ausgepackt habe. Das Bürstchen wirkt auf den ersten Blick gar nicht so spektakulär. Es ist einfach ein kegelförmiges Kunsthaarbürstchen. Aber wir schauen mal, wie sie sich auf dem Auge so macht. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, das Ergebnis ist schön, aber was ist mit diesem Auge los? Ganz schön verklebt, würde ich mal so sagen. Ich mag das eigentlich wohl, ne? Dass, wenn das so Fliegenbeinoptik ist, ist es okay, aber das ist schon sehr, sehr extrem, wenn man das mal so sagen darf. Die Mascara fühlt sich sehr schön an, die Verpackung ist hochwertig. Das Problem ist zum einen, sie riecht nicht angenehm. Das Produkt sammelt sich hier oben gerne. Man sieht es hier jetzt wahrscheinlich. Ich habe die Mascara jetzt einmal reingesteckt und dann sammelt sich das immer so am Rand, etwas unschön. Und da muss man echt höllisch aufpassen. Gerade weil die Mascara ja noch sehr, sehr voll ist, ist das wahrscheinlich auch noch so ein Problem. Muss man das immer so komisch wieder reinprokeln, damit es nicht zu sehr zuspackt. Ja, ich finde sie schwierig tatsächlich. Ich kann dann damit nicht mal eben so schnell meine Wimpern tuschen. Es dauerte doch jetzt ein bisschen länger als sonst. Also ich habe jetzt das hört sich so doof an, aber ich habe jetzt 3 Minuten gebraucht, um meine Wimpern zu tuschen. So lange brauche ich sonst im Leben nicht. Und ja, weil ich halt immer wieder nachkorrigiert habe und versucht habe, das auszugleichen und so. Naja, das Ergebnis ist aber dennoch relativ schön und auch von der Entfernung, es wird euch auch von der Entfernung her gefallen. Ja, ich sehe es ja hier gerade im Spiegel, ne? So sieht das dann quasi aus. Quasi ist gut, so sieht es dann aus von der Entfernung. Also es ist, ne, macht alles nice, aber ich würde sie nicht empfehlen. Nee, da gibt es definitiv bessere, die ich euch auch eher empfehlen würde. Die nicht. Gut, Lippen. Lippen wären interessant. Da habe ich einmal einen Lip Liner von Revolution. Das war auch im Adventskalender mit drin. Es müsste der Lip Liner Classic sein. Das ist dieser hier. Es ist einfach ein ganz normaler roter zum Anspitzen.
Das ist jetzt nicht aus Holz, sondern ja so Plastik drumherum, aber man kann es halt auch anspitzen. Das ist jetzt witzig, denn auf den Lippen wirkt der deutlich bäriger, als hier das Vieh aussieht. Ja, auch im Swatch. Witzig. Passt jetzt nicht so unbedingt zusammen. Das finde ich super interessant, wahrscheinlich, weil die Farbabgabe nicht ganz so mega intensiv ist. Ja, aber ich finde es gut, jetzt passend zum Lippenstift, würde ich mal so sagen. Also der ist jetzt nicht irgendwie was Besonderes, ne? Es ist einfach ein Lip Liner. Ja, Lip Liner sind für mich eigentlich eher selten was Besonderes. Sei denn, es sind irgendwelche, die halt exorbitant lange halten. Als Lippenstift habe ich von Catrice den Power Plumping Gel Lipstick. Das ist dieser hier. Den mag ich auch sehr, sehr gerne. Das ist eine schöne Farbe. Das ist die Farbe 100. Hat die irgendwie einen Namen? Game Changer. Genau. Und das wird jetzt passen. Die ist nämlich bärig. Ich dachte nämlich erst so, ja, so ein roter Lip Liner und dann so ein bäriger, halbglossiger Lippenstift. Passt nicht ganz zusammen, aber das wird jetzt passen. Cool. Finde ich großartig. Passt jetzt null zum Pullover. Zum Kleid, was ich dir natürlich auch in der Infobox verlinke. Aber es sieht schon cool aus. Ja, und weil ich mir halt so einen dezenten Augenlook geschminkt habe, kann ich durchaus auch so einen heftigen Lippenstift tragen. Wie gesagt, passt nicht zum Oberteil. So vielleicht. Genau, ja, aber mir gefällt der Look definitiv und das ist jetzt der Look mit den teuersten Produkten, die ich in meinem Stash, in meiner Sammlung habe, von Cosmetic for Less. Wie hat es euch gefallen? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, tolle Überleitung. Wenn dem so ist oder wenn dir allgemein das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!